Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Sims 3 und ja, wir wollen hier mal weitermachen. Ich bin gerade noch mal ganz kurz, das wollte ich eigentlich zwischendurch machen, naja gut, jetzt habe ich die Folge schon angefangen, denn ich habe überhaupt keinen Schimmer, wie wir hier an diesem blöden Turnier jetzt weitermachen können, deswegen bin ich mal gerade nebenbei auf dem Handy hier am Googlen, am Kampfkunstturnier. Turnier teilnehmen und dann Sims 3. So, und wenn es irgendwie geht, dann wollen wir auch nur noch diese Folge hier jetzt quasi hier in China verbringen und danach dann, wenn möglich, wieder zurück. Und so, offizielles Kampfkunstturnier gewinnen. Da bin ich mal eben gerade am Schauen. Was muss ich denn hier am besten nehmen? So, das gilt wahrscheinlich hier auch für alle anderen Turniere. Das ist ja nicht nur für dieses eine, was wir jetzt über die Arbeit haben, über seinen Militärjob, sondern wahrscheinlich ist es bei den anderen auch so das Gleiche, dass da kaum Unterschiede sind, weil ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass hier halt auf der Karte dann irgendwas zu sehen ist. Da steht ja jetzt auch gar nicht, um welche Uhrzeit Zufluchtsort, Gelehrtengarten. Und ich glaube, man kann hier einfach nur zu Wettkampf fordern. Das ist, glaube ich, so das Einzige. Also das habe ich jetzt hier zumindest so rausgelesen. Dann würde ich mal sagen, spulen wir hier nochmal so ein kleines bisschen, bis der Kollege hier quasi völlig ausgeruht ist. Danach können wir denn hier mal nochmal uns am Kühlschrank irgendwo bedienen, wenn wir dann einen finden. Da haben wir ein Snack essen. So, Brot mit Marmelade, ist doch egal. Und danach schicken wir ihn dann nochmal wieder auf die Reise. So, das reicht jetzt auch mit Schlafen. Die Energieleiste ist voll genug. Dann schicken wir den kurz runter, dann kann er das kurz das Zeug in sich reinspachteln. Und dann geht's nochmal hier vorne hin. Und vielleicht müssen wir da dann die Leute einfach auffordern. Ich weiß es nicht, wir werden es ausprobieren. Also gehen wir nochmal in diese Kampfkunstakademie. So, können wir die hier irgendwie... Weiß nicht, die sehen alle irgendwie schon wie Kämpfer aus, aber jetzt nicht so als welche, die jetzt mithalten können. Salutieren. Vielleicht muss man einfach salutieren als erstes. Vielleicht geht das. Wir werden es herausfinden. Ich meine, wir haben ja jetzt schon ein bisschen Auswahl, ne? Das geht ja schon. So, können wir mal mit ihm hier anfangen. Vielleicht sollten wir lieber ihn nehmen. So, und dann gucken wir mal, was die zu sagen haben. So, vielleicht sparren einfach. Freundlich. Ja, wir können es ja mal ausprobieren. So, und wir sind ganz schön außer Form, ne? Das sieht eigentlich nicht so gut aus. Naja, gut. Wird schon schief gehen. So, und wenn wir hier sind, können wir da, glaube ich, auch nichts großartig auswählen. So, können wir hier vielleicht nochmal irgendwie, ne, hier geht nochmal nur sparren, können wir den hier vielleicht nochmal sparren?
Sturm. So, gucken wir mal, bis die fertig sind. So, 2:0 gewonnen und auch hier haben wir 2:0 gewonnen. Also das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Das Problem ist halt nur, ich weiß überhaupt nicht, wen wir hier, ja, gegen wen wir hier kämpfen können, ne? Das ist das Problem. Die haut ab, dann müssen wir mit dem hier halt zurechtkommen. Und das sieht nicht so aus, als wenn wir mit dem irgendwas machen können. Einladen, an Gespräch teilzunehmen, sparren. Hier ist ja auch nichts los, da können wir auch nichts machen. Also das ist irgendwie komisch gemacht. Leider. Kämpfen. Keine Ahnung. Hier oben ist jetzt auch nicht wirklich viel los. Eigentlich gar nichts. Also das ist echt komisch gemacht hier. Sonst kämpfen wir nochmal gegen den hier. Und vielleicht auch nochmal gegen den hier. Ach, das eine ist eine Sie? So, 2:0 gewonnen. Begrüßen, das war, machen wir ja sowieso gerade. Können wir mit dem hier nochmal sparren, aber das bringt uns alles irgendwie nichts. Das ist echt ein bisschen doof. Aber bisher haben wir alles 2:0 gewonnen, also das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Na, diesmal nur 2-1, aber ist trotzdem okay. So, haben die hier überhaupt... Das wäre natürlich cool, wenn man hier auch noch was essen könnte, aber das sieht nicht so danach aus. Die haben nämlich alle irgendwo Hunger. Naja. Markt. Können wir sonst auch nochmal hingehen gleich, wenn wir fertig sind hier. Tja, und ich habe echt keinen Schimmer, wie wir das machen sollen. Also man kann natürlich auch hier mal fragen. Das machen wir gleich mal, wenn wir hier sind. So, Bücherregister, Essenskasse. Salutieren. Dein Urlaub ist auch bald zu Ende. Ja, ich weiß, so ist es leider. Aber wir haben halt noch keinen gefunden, mit dem wir hier irgendwas machen können. Das ist halt total dämlich. So, will der nicht? Oder will... Schon er? Kramladen, der Typ. Ja, mit dem können wir auch nicht kämpfen. Also hier finde ich sowieso nichts Wirkliches, wo man irgendwie kämpfen kann. Das ist schon irgendwie doof. Keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Normalerweise ist ja auch immer ein Stern dann abgebildet auf der Karte. Aber hier findest du halt nichts. Also wir können es theoretisch so machen, dass wir am letzten Tag dann nochmal hingehen. Dann gehen wir jetzt erstmal ins Basiscamp. Können wir hier nochmal an den Kühlschrank. Und dann soll er sich dann nochmal schlafen legen. Und dann schauen wir morgen halt nochmal. Vielleicht hat sich da bis dahin dann etwas getan.
So, kann das bitte mal ein bisschen schneller laufen? Das wäre ganz lieb. So. So, ich bin nebenbei noch mal so ein bisschen am Googeln, solange wir hier sowieso am Schlafen sind. Vielleicht finden wir ja da noch irgendwas raus. So, gleich hat er es auch geschafft. Dann können wir den nämlich danach dann nochmal ganz kurz so dieses volle Programm machen lassen. Also einmal nochmal ganz kurz zum Kühlschrank. Da gibst du nochmal ein Brot mit Marmelade. Und danach geht es dann nochmal ins Bad. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo ist das Bad? Das ist, glaube ich, eine Etage weiter oben. So, und danach gucken wir nämlich nochmal. Vielleicht müssen wir auch... Vielleicht müssen wir die auch anrufen. Das können wir auch mal probieren. Wir haben ja hier ein Handy. SIM anrufen. Ah, Gegner zu Sparring-Turnier herausfordern. Das ist eine gute Idee. Vielleicht klappt das ja jetzt. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, zu einem offiziellen... Ach, guck mal. Ja, super. Also, dann hat es ja doch noch geklappt. Jetzt werden wir nochmal eben ganz kurz auf den Pott gehen. Dann machen wir hier uns nochmal ganz kurz was zu futtern. Am besten irgendwie, keine Ahnung, Müsli ist schon okay, viele Kohlenhydrate und dann geht's rüber. Und jetzt weiß ich gar nicht, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder hier hin. Und jetzt leuchtet hier diese Frau auf. Aber das ist, glaube ich, nur Zufall, dass sie jetzt gerade da ist. Aber ich meine, wo soll man sonst hin, ne? Also wir werden hier jetzt dann auch hingehen. Und dann gucken wir mal. Sonst müssen wir halt die Frau vermöbeln. Ach, guck mal, die hat ja sogar so einen Anzug an. Nee, ernst? Ich weiß nicht, oder ist es ein Typ gewesen? Naja, wir werden es herausfinden, ne? Irgendjemanden werden wir hier wohl finden, mit dem wir hier uns prügeln können. Ich würde fast sagen, dass es die Frau macht. Oder... der Herr oder wie auch immer, hier mit dem Namen, also Liang Yazhen, also das muss schon eine Frau sein. So, Michael, dann komm mal rüber hier, denn wir haben jetzt nur noch einen halben Tag Zeit. Ist doch ein Typ. Ach, der sieht aber echt komisch aus, wenn man auf dieses Bild guckt. Also ich dachte immer, das wäre eine Frau. So, allerdings weiß ich nicht, ob das der richtige ist, weil hier steht nichts mit herausfordern oder so. Ansonsten können wir das vielleicht nochmal übers Handy versuchen. Machen wir nochmal. Und diesmal merken wir uns den Namen, wenn da einer ist. Möchtest du Zan Su? Okay. So, das ist der hier auf jeden Fall nicht. Okay.
Also ist noch nicht anwesend, oder? Tja, was machen wir denn da, wenn der Gegner nicht da ist? Vielleicht ist der irgendwie auf der Karte jetzt vermerkt, aber ich glaube eigentlich auch nicht. Der müsste, wenn denn ja hier auch, dann schon hier hinkommen. Die Akademie ist ja nicht umsonst da. Was ist hier oben noch? Zhangzhou. Kann man natürlich auch mal gucken hier in die Häuschen, wenn da irgendwelche Namen sind. Sind aber allerdings sehr wenig Häuschen. Yatsen, Wang, Kim. Alles nicht das Richtige. Dann warten wir einfach hier nochmal. Eine andere Wahl haben wir ja auch nicht. Zhangzhou, da haben wir ihn. Super. So, dann salutieren wir mal und dann vermöbeln wir ihn mal ordentlich. Oder hoffentlich, damit wir das Turnier hier auch gewinnen. So, jetzt geht's aber los. So, dann schaffen wir das ja doch noch. Sehr gut. So, und dann hoffen wir mal, dass wir das jetzt auch gewinnen. So wie die anderen. Auch nicht viel passiert. Aber ich weiß auch nicht, wie man das zählt. Aber bisher ist alles irgendwie abgeblockt, ne? Das war wohl ein Punkt für uns. Ah, und Ausgleich. 1-1. So, jetzt kommt's drauf an. Jetzt müssen wir den Siegtreffer machen. So, komm schon. Jetzt zeig's ihm. Ah. Ja, das müsste ja gewesen sein. Also, das sollte ein 2-1 für uns sein. So, gucken wir mal. Jawohl, also, hat besiegt 2-1. Sehr schön. So, am Kampfkunstturnier teilnehmen. Das ist allerdings immer noch. Tja, das ist ja schön. Am Kampfkunstturnier teilnehmen. Der ist schon so am Stinken. Ich weiß gar nicht, ob wir den herausfordern sollten. Wir können ja nochmal ganz kurz schauen. Wenn wir hier nochmal jemanden anrufen. Ach ja, Yang Lu ist unser nächster Gegner. Das ist er hier. So, dann gehen wir da mal schnell hin. Schnell. So. Der ist ein bisschen am Stinken. Hat hier eine Geheimwaffe. Okay, die sind alle hier irgendwie so ein bisschen am Stinken. Genau, nies uns nochmal ins Gesicht. Herzlichen Dank. So, dann geht's mal los. So, und wir sind fast schon eine Stufe wieder höher. Vielleicht nach diesem Kampf oder zwischendurch. Das wäre auch cool. Und das war das 1-0 für uns. Oh.
Ja, wir könnten noch Stufe 8 werden hier, Kampfkunst. So, und auf den letzten Drücker, ne? In 6 Stunden ist die Abreise. Und 2-0. Ja, das war's. Sehr schön. Haben wir auch gewonnen. So, müssen wir noch mehr. Ja, ist noch nicht fertig. So, dann nochmal. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel wir hier noch machen müssen. Können wir nochmal gucken. An Wong. Wer ist denn An Wong? Ist das der hier? Nee, das ist der Yang Lu. Zhan Su. Liu Lu. Yazhen. Wang Lu. Bo On. Ist noch nicht da. Ist noch nicht da. So, rufen wir nochmal an. So viel Zeit haben wir nämlich nicht mehr. Das ist das Problem. So, An Wong. Ist das er hier vielleicht? Dieser Zombie? Nee. Wäre auch unfair. Er hier vielleicht? Ja, das ist er. Sehr gut. So, dann brech die Dusche schnell ab. Und dann können wir mit ihm hier nämlich dann mal kämpfen. Solange wir noch Zeit haben. In 4 Stunden geht nämlich die Heimreise los. Das würde ich doch ganz gerne dann schon schaffen. Bis dahin. So, dann mal los. So, dann gucken wir mal. Oh, das ist ein bisschen schnell. Und wir dürften jetzt demnächst aufsteigen auch. Also der Balken ist schon extrem voll. Ja, und Stufe 8. Sehr schön. Ah, 1-0 für ihn. So, jetzt wäre der Ausgleich wichtig. Ah, 2-0. Ärgerlich. Also, An Wong gewinnt hier leider gegen uns. Schade, schade. So, aber da ist immer noch nichts. Jetzt müssen wir nochmal zusehen, dass wir nochmal... Ach so. Müssen wir den nochmal herausfordern? Wo ist der Typ? So, dann müssen wir nochmal mit dem kämpfen. Wahrscheinlich, bis wir gewonnen haben. So, der hat Hunger. Das heißt, wir haben gute Chancen jetzt. Das ist aber kein Kampf. So, machen wir nochmal. Ach komm, jetzt lass uns doch nicht hängen hier. So, eine Stunde haben wir auch nur noch. So, sieht so aus, als wenn wir nochmal kämpfen können. Ich spule mal, vielleicht geht's schneller. So, ist zu Ende. Ja, hat nicht gereicht. Schade, Leute. Na gut, ist auch egal. Beim nächsten Mal wissen wir jetzt aber, wie es dann funktioniert. Und wäre schön, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid, Leute. Macht's gut. Bis dann hier bei Sims 3.